Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin. Kurze Info, ich habe das Teammitglied gefangen, ihr seht's hier. Hugox, Shinux. Ja, ich bin wieder nicht alleine, Markus nicht dabei diesmal, ist der Julia mit dabei. Moin. Ja, Kanal ist auch in der Videobeschreibung. Ich mache jetzt mal ganz sneaky peek einen Timer an, ohne dass es jemand merkt. So, ja, ich würde sagen, Umwuchung ist auch Level 11. Wir machen jetzt diese Route hier oben kurz. Klatschen die Trainer weg, würde ich sagen. Oh, ein schwächlich wirkender Trainer. Willst du gegen mich antreten? Sehr gut, über was können wir reden? Sonne und Mond. Erika Berger ist tot. Habe ich gelesen. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich auch nicht. Er hat irgendwas mit Sex zu tun, das weiß ich. Du meinst wohl die, oder? Ja. Wie wirst du über Sonne und Mond reden? Okay. Fang du an. Also Sonne und Mond, dieser Starter-Pokémon auf jeden Fall. Am coolsten finde ich diese Eule, Mann. Bautz. Sind das nur die deutschen Namen? Ja, Bautz, Robball und Flamiau. Okay, Flamiau klingt schon kacke. Mann, Flamiau klingt ja schon kacke. Also das finde ich nicht so geil, das Pokémon, dieses Feuerding. Finde ich auch nicht, aber es hat einen mega geilen Typen. Feuer. Feuerboden. Nein. Doch. Vielleicht, wenn es sich weiterentwickelt. Aber wo weißt du das? Wurde geleakt. Ah. Von den lieben Z-Slayer und das Wasser-Pokémon ist Wasserkampf. Cool. Also auch was Neues. Also Boden, Bodenfeuer gibt's ja schon, aber nur eins, beziehungsweise zwei. Kammerup und Kammerup. Richtig. Und Wasserkampf gibt's doch gar nicht. Wirklich? Ja. Okay. Nee, ich weiß, es gibt Tropius und Shaymin in seiner Zenitform ist, glaube ich, wo Flug ist, ne? Ja. Immer das Zenitform? Ja. Ja. Bei denen. Ich mag diesen Typen. Dachte, warum? Das hat mega viele Schwächen. Ja, trotzdem. Wenn ein Starter Pokémon fliegen lernen kann, ist alles cool. Und dann kannst du dich lernen, weil zu Glurak aus der ersten Gen ist. Das ist lächerlich, Mann. Das Glurak, das ich lernen kann, ist lächerlich. Entschuldige, aber dürfte ich wieder einen Kampf bitten? Nein, natürlich nicht. Ja, wir müssen nach... In welcher Stadt? Wie heißt die Stadt? Nicht Ebenholz City, aber irgend sowas. Ja, nee. Die erste Ordensstadt, ich habe vergessen, wie die heißt. Ja, Evi, genau. Nein. Doch. Nee. Nein. Erzählingen. Ja. Irgendwas halt, wusste ich doch. Weißt du? Ich weiß jetzt. Oh lol, jetzt soll ich enden. Ja, was solltest du? Oder was weiß ich? Jetzt rede ich. Hier, doch, hier, ich weiß jetzt auch, warum die Trainer auf der Overworld so schlaksig mit langen Beinen aussehen. Warum? Neue Kameraperspektive. Boah, Juli! Das? Hör auf! Ja, sorry, es geht nun darum. Hier. Dass die Nintendo wollte, dass der Kampf, also wenn man im Kampf ist, dass das nicht so einen großen Unterschied hat zur Overworld, dass das ungefähr gleich bleibt mit der Größe. Wenn du verstehst. Und dann haben die da so eine Kacke eingebaut. Wie meinst du das? Ich finde, kann das hier, das hat er so Wackelbeine, Mann. Finde ich auch. Egal, lest du den Typen. Hey, hey, Marcel, und so stärker geworden. Ich, da musst du noch fragen. Natürlich bin ich stärker geworden. Pa, und weißt du was? Das zeige ich dir sogar. Ah, die Kampfmusik von dem finde ich richtig cool. Die finde ich richtig nice. Glut, auf. Starre Lilly. Hör auf zu heulen, Mann.
Nicht übermütig werden, es ist noch nicht vorbei. War easy. Komm, wir versuchen es einfach mal mit Hugox. Oder Hugo X, richtiger Sniper Pro. Juli? Ja. Wieso redest du nicht mit mir? Tu ich doch, aber wir müssen immer eine Taste drücken. Dann mach wieder Dauersender, nur rede einfach öfters mit mir. Ja, wir wissen nicht, was zu reden haben. Ja, also ich hab im letzten Part rausgefunden, dass Markus was gegen Shinox hat. Und Luxtra. Hast du was? Ich finde das eins der coolsten Pokémon in der vierten Generation. Ich habe mit Shinox und Luxtra nicht so viel am Hut, aber ich finde ihn ganz okay, ja. Echt nett? Hast du nicht viel mit dem gespielt? Nö. Das ist ja echt cool. Das bockt richtig. Vor allem, weil das Vieh auch Donnerzahn lernt. Ja. Und, das kann, glaube ich, auch Stromstoß lernen. Aber noch nicht. Stromstoß gibt's in der Generation noch gar nicht, oder? Ja. Boah, Alter, was ist das für ein Kampf, Alter? Wenn der jetzt anfängt anzugreifen, ist man Hugox eh tot. Hugo, ach du Scheiße, machst du ja gar keinen Schaden. Und dann macht dir 6 Schaden. 2 Schaden. 6 Schaden. Komm, greif weiter mit Heulern. Das kommt jetzt im roten Bereich. Das setzt jetzt eh einen Trank rein. Nein, doch, jetzt setzt er doch keinen Trank ein. Weil nicht. Was? Krit. So eine Woche so. Guck mal, er hätte ihn jetzt besiegt. Es war ein Wichser, Alter. Ohne Scheiß. So geil, Alter. Der kann nicht so laut reden. Boah. Warum? Achso. Hals und Nase. Du liest. Was ist nur passiert? Ich habe verloren. Was, er gewinnt 900 Poké-Dollar. Wow, ich habe verloren. Wie meinst du das? Das war's dann wohl. Das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Ich werde der stärkste Trainer, den die Welt je gesehen hat. Und das weißt du ganz genau. Als erstes nehme ich mir die Arena-Leiter in Erzlingen vor. Aber davor muss ich erstmal richtig vielleicht trainieren. Ich stelle mir so vor, wie der Typ die ganze Zeit random durchs Gras rennt und Pokémon klatscht. Ja, das sieht bestimmt lustig aus. Er heißt eigentlich Barry, ne? Ja. Wenn er so durchs Gras läuft, so. Los, Blindfahr, setz Front ein! Blindfahr! Das ist echt so. Warum gibt's in den Serien kein hohes Gras, Mann? Yes, Dale taught me by the blue blue sky. Nee, machen Wukong vorne. So. Boah, freu ich mich, wenn wir das Fahrrad haben, jetzt schon, Mann. Der Lama der Pokémon überträgt sich auf mich. Zierpurzel, Zubat, los! Ah, das ist ein krasser Gangster, ja. Oh, ich hasse das Vieh, ich weiß das. Genau, die Weiterentwicklung, ey, das ist so kacke. Das ist schon eines der schlechtesten Pokes. Welches? Zierpurz und Zierpreise, wie das heißt. Da hast du recht. Mag ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie sie von den Werten sind, aber ich mag die halt überhaupt nicht. Weiß nicht warum. Aber ist das meine Lieblingsedition, oder? Was? Ich wusste gar nicht, dass sich ein Pokémon auf so niedrigen Level entwickelt. Hä, warum? Es entwickelt sich auf Level 10. Hä, doch, macht Raupi doch auch. Ja, aber Raupi ist eine Ausnahme. Aber ich meine, das Ding hat ja gar keine Weiterentwicklung mehr. Das Ding entwickelt sich auf Level 10 und zur Purze zu zerbeiße. Auf Level 10! Oh jo. Ist doch cool. Eine. Mein Leute. Kämpft die? Du solltest dein Lieblings-Pokémon oben links in der Teamliste platzieren. Soll das Pokémon sein, mit dem du einen Kampf eröffnest. Nee, kein Bock für Tipps für Trainer zu lesen. Kämpf mit mir, Motherfucker! Mein Shinox ist immer meiner Nähe, wir haben eine enge Bindung. Ah, oh, alles klar.
Chinux. Ja, das ist viel süß, Mann. Oh nein! Ja, es ist wirklich. Ach Gott, Alter. Ich hasse es, krank zu sein. Der stöhnt hier. Oh Gott, Alter. Der stöhnt hier die Gegend voll, Mann. So. Da wir Shinox besiegt. War kein Problem für uns. Dank Wukong. Der Detlef. Easy peasy lemon squeezy learn to blame noob. Learn to blame noob ist gedreckt. Bevor ich Leiter der Pokémon Arena herausfordere, werde ich meine Fähigkeiten an dir testen. Wenn halt auch noch so ein starer Lili was total versagen wird gegen so einen Arena-Leiter. Oh, ne, hat mal Hollo. Er hat sogar was Gutes gegen ihn. Ich zeig dir gleich, was mich schon immer gewundert hat im Spiel, Mann. Okay, und was? Zeig ich dir gleich. Wir sind gleich bei der Trainerin. Die sagt, dass sie einen Orden hat, dass sie den Arena-Leiter besiegt hat, aber soweit ich weiß, hat sie nur Bidiza. Kannst du schaffen. Wenn du Geduld reinhaust, dann zerstörst du es alle. Nein. Doch. Safe nicht, Alter. Ich suchte nach Pokémon und fand einen Trainer. Guck die ganze Zeit gegen die Wand und such nach Pokémon, Mann. Alter, yo. Das ist doch aus irgendeinem Zitat rausgenommen. Ich weiß nicht, warum, aber irgend so ein Zitat gab es doch mal. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kam, um einem Geräusch zu sehen, was ich davor gehört hatte. So war das, glaube ich. Bro, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das von Shakespeare. Ich kam, um einem Geräusch zu sehen, was ich davor gehört hatte. Irgend sowas. Oh, Knospi. Level up! Ich glaube, das entwickelt sich jetzt. Oder Level 15 oder Level 16, keine Ahnung. Egal, jetzt kommt auch Hugox wieder rein. Hugox hat schon lange nicht mehr gefightet. Bisschen sehr hart gefightet, aber ist dann auf eine bittere Art und Weise draufgegangen. Harter Kampf hat's gemacht und dann durch den Volltreffer von Markus. Ey, ich hatte Part 2, 3 Volltreffer in einem Part. War schon krass, hä? Gut, red nicht mit mir. Sorry. So, Charlie ist auch da. Oh, Level up. Motherfuckers. Level 10 für Hugox. Abra. Jo, Alter, ich guck grad nach diesem Zitat, ne? Was kommt? Krieg! Wunderzeichen Google. Nice, Mann. Und deswegen redest du nicht mit mir? Nee, musst du mir nachzuputzen. Achso. Göranette. Du bist schon fertig. Alter. Oh shit, guck mal. Ich seh's. Ich hab mal einen Fail gemacht. Ich hab bei der Entwicklung B gedrückt und dann war ich erst in Ordnung, hatte ein großes Problem, weil ich den keinen Tempo-Hieb drauf hatte. Tempo-Hieb, Mann. Ja. Tschüss, Silberblick. 1, 2 und schwupp. Und er ist ein Tempo-Hieb. Tempo ist eine echt coole Attacke. Vor allem für den Anfang. Drachenwut ist echt eine geile Attacke für den Anfang. Oh ja, das stimmt. Ah, Juli. Juli! Hör auf! Guck, ich habe einen hübschen Ohren von der Leiter der Erzählingen Arena. Ich weiß nicht mehr, was für ein Pokémon die hat. Oh, es war ein Anton. Sorry, dann ist sogar möglich. Ja, mit Level 8 aber nicht. Doch, mit Lackmann. Ja, nur Crit. Und der, der Eierattacke Hydro-Bombe. Ja, vielleicht ist das ein gezüchtetes Anton, Juli. Stimmt. Mit perfekten DVs und EVs. Ja. Und hat eine Attacke nur die hier nicht einsetzt. Oder obwohl, EVs ist schlecht möglich in der Generation. Warum?
Ja, also EVs sind schon möglich, aber das ist da bis dahin nur Level 8 gekommen ist, das ist nicht möglich. Oh, Level up. Nice. Die Medaline. Oh, ich habe verloren. La 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 la. Richtig Horrorbaut, ey. X-Abwehr. Hat der Ultim auch noch? Ja, da muss auch noch ein Item. Oh, Motherfuckers. Jetzt nervt mich hier ein wildes Starrelili. Sterilili. So heißt es auf Englisch, ne? Ne, Starly. Ich weiß. Nee, Sterilili. Nee, oder Pitgay, ja. Pitgay ist geil, Mann. Pitgay ist gay. Er lässt sich halt auch nicht belehren, ne? Belehren. Stimmt, Alter, warum hab ich kein Scheinlos mit Bedroher, Mann? Du hast ein anderes, haha! Was? Du hast eine andere Fähigkeit, Opfer. Oh, die ist cooler, Mann. Nee. Doch, Alter. Nee. Ah, nice. Finde ich schon. Alter, ich renne da anderthalb Stunden. Ich renne da anderthalb Stunden, das geht sogar noch. Oh. Ein legendärer nagelneuer Poketch und ein eher ungelenk wirkender Reisender. Hm, du bist noch nicht so lange Trainer, oder? Aber das ist nicht schlimm. Du bist schließlich ein Freund der Pokémon. Und daher schenke ich dir diese versteckte Maschine. Ich habe kein Opfer-Pokémon. Diese versteckte Maschine oder kurz vor einem Ende hält die Attacke Zertrümmerer. Ein Pokémon, das diese Attacke beherrscht, kann kleinere Felsen zertrümmern. Aber um diese Attacke anzuwenden können, benötigt der Trainer den Orden der Arena von Erzählingen. Und diesen Orden kann ein Pokémon diese Attacke außerhalb des Kampfes nicht anwenden. Das verstehe ich auch nicht, warum das nicht geht. Macht der Orden irgendwie Superkräfte oder so? Das ist für eine Aura, Mann. Wir akzeptieren Herausforderungen überall, das zeichnet uns Trainer aus. Erstmal was trinken, ja? Hallo. Habe ich mir verdient, Mann. Das waren harte Fights hier. Oh, ja, stimmt. Und sogar noch einen Schluck. Alter, Junge. Ah, Huber, willst du mich verarschen? Das war ein Volltreffer. Schade. Warum eigentlich Hubgox? Keine Ahnung. Mal was Neues. Nicht so einfallslose Namen, wie wir sonst immer haben. Echt innovativ, Hubgox. Echt innovativ. Ach komm, wir haben nie gute Spitznamen, Juli, sieh's ein. Ja, aber Na gut, Wukong ist noch ganz okay, aber. Gut, aber. Die anderen, ja. Ne. Du musst dein Bild noch ändern, ne? Ja. Für Panflam. Ich weiß. Gut. Ich strebe den Rest noch Pokémon, oder? Das werde ich besiegen. Kann kein Einstein zur Trümmerer lernen? Glaub schon. Ey, bleib drin, Spasti. Stirb an irgendwas. Dann müssen wir jetzt mal Wukong ranziehen. Weißt du noch, wo wir in so Silver mit drei Hyperbällen zu Lugia gegangen sind. Hat geklappt, Mann. Ja, mit dem letzten. Weil wir den Meisterball nicht verschwenden wollen. Ich meine, du kennst unsere Taktik. AB. Aber ja. AB. Was ein Arschloch, ey. Gut, dass das Kleinstein einfach nicht angreift. Guck mal, wir hängen an so einem wilden Pokémon länger als an Trainer. Gut. Aber nur weil du fangen willst. Komm, Level 5 Kleinstein solltest dich wohl so fangen lassen, Mann. Gut so, ey. Achso, der Part geht auch schon 20 Minuten. Ruhen sieht es fast wie ein Felsen aus. Tritt man auf Klatscher, wird das Wütende mit den Fäusten wirbeln.
Nein, kein. So, Leute. Dann würde ich sagen, das war's hier für den Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns nach oben da. Guckt mal bei Juli vorbei. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, bis dann und ciao.